Tja, Steffen, da dürfen wir wohl gespannt sein. Noch eine andere Sache. Trump hat in seiner Rede ja nicht nur Biden fertig gemacht, sondern er hat sich auch Kritiker in den eigenen Reihen vorgeknöpft. Was heißt das jetzt eigentlich für die Republikaner intern? Ich glaube, dass sich diejenigen, die sich gegen Trump stellen, da warm anziehen können auf jeden Fall. Denn Trump hat, wie wir wissen, immer noch eine breite Basis. Und diese Basis brauchen eben auch Abgeordnete, brauchen Senatoren, um wiedergewählt zu werden. Und er ist da so ein bisschen wie der römische Imperator, der dann den Daumen hebt oder den Daumen senkt. So, und jetzt schauen wir direkt von Washington nach Frankfurt zu Patrick DeWayne von der Aktionär TV. Schönen guten Morgen, lieber Patrick. Wie sieht's denn heute aus? Wie sind die Vorgaben? Guten Morgen, Felicia. Ich muss den Daumen hoch machen, um mal bei Steffen Schwarzkopf zu bleiben und seinem Daumen sozusagen. Hier geht es tatsächlich mit den Börsen nach oben. Anders als normalerweise konnten auch viele Stars diesmal nur vor dem Fernseher mitfiebern oder sie wurden zugeschaltet. Im Ballsaal in Los Angeles saßen diesmal nur Krankenschwestern und andere Vertreter aus systemrelevanten Berufen. So, total systemrelevant ist unsere Miriam Pede. Die muss uns nämlich jetzt sagen, wie das Wetter wird. Und es sieht so ein bisschen schmuddelig aus, Miri, bei dir. Schmuddelig? Entschuldige bitte. Wähle noch mal ein neues Wort. Also nur um dich herum. Das sieht bei mir genauso schmuddelig aus wie bei dir. Nur um dich herum. Ach. Ja, ein bisschen. Wenn wir jetzt sagen, in Köln sieht es nicht so schmuddelig aus. Das können wir beide, das schaffen wir nicht. Dabei scheint in Köln gerade die Sonne. Genau, wie südlich des Mainz. Ach ja, gut, wir gucken uns den Vormittag mal an. Schmuddelig, ich komme noch mal kurz drüber hinweg, Feli. Denk noch mal drüber nach. Dankeschön, Miri. Wir gönnen uns jetzt den Blick auf die Wetteraussichten und ich hoffe, das Wörtchen gönnen, Maira, war das Richtige. Wenn du die Wetteraussicht meinst, dann nicht unbedingt, aber der heutige Tag, schau mal, also ich genieße hier wirklich die Sonne, tanke so ein bisschen Vitamin D, denn in der Sonne ist es ganz angenehm, abseits davon im Schatten ist es noch jetzt richtig kalt. Bei 12,1%. Das Superwahljahr 2021 beginnt mit einer Doppelwahl. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Menschen jetzt noch eine Stunde Zeit, ihre Stimme abzugeben. Es ist die erste Wahl im Schatten der Corona-Pandemie, die Deutschland alles abverlangt und somit auch eine erste Abstimmung darüber, wie die Menschen im Land das Krisenmanagement der Politik bewerten. Und damit ganz herzlich willkommen zu unserer Wahl-Sondersendung. Wir schauen vielleicht mal, Carsten, auf noch ein paar weitere Details und Informationen zu Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, ein bevölkerungsreiches Land, ein starkes Land, muss man dazu sagen. Und Winfried Kretschmann regiert dort seit 2011. Und wenn wir uns ein bisschen mal die Grundvoraussetzung für diese Wahl heute im Jahr 2021 anschauen, dann werden wir jetzt gleich sehen, dass, und wir sehen da die Grafik, jetzt kommt sie auch hoffentlich. Nein, sie liegt im Moment leider nicht vor. Wir wollten Ihnen natürlich zeigen, wie es im Moment aussieht. Und ich werde noch mal ganz kurz starten. Das kann ja mal passieren in einer Live-Sendung, dass dann so die ein oder andere Grafik nicht kommt. Aber wir arbeiten natürlich mit Hochdruck auch im Hintergrund daran, dass die Grafik dann erscheinen wird. Und nein, wir sehen sie im Moment nicht. Und deshalb, Tatjana, würde ich erst mal vorschlagen, dass wir kurz dran arbeiten und dann gleich das nachtragen werden. Schauen wir dann vielleicht in der Zwischenzeit, während Carsten sich mit der Technik auseinandersetzt, auf die Lage der CDU. Jetzt schauen wir ans Schloss Biesdorf in Berlin. Dort steht Maira Rothe. Und Maira, wir wollen Frühling und wir bekommen Kälte, Schneeregen und Graupelschauer. Geht das jetzt wirklich so weiter? Ja, das ist fürchterlich, ne? Das ist eine Unzumutbarkeit, würde ich mal sagen. Ich will auch das unbedingt minus ein Grad gefühlte Temperatur, oder? Also, das Wetter, das sollte sich mal wirklich ein bisschen daran halten, dass wir jetzt schon im meteorologischen Frühling uns befinden. Nein, wir bekommen keinen Frühling. Der Frühling ist in weiter Ferne. Leider, leider muss man sagen, es wird sogar noch im Laufe dieser Woche kühler. Maira, das war furchtbar. Ich hätte mir gerne die Ohren zugehalten, aber das nützt ja leider nichts. Trotzdem danke dir und bis später. Nee, bis dann.